Cristiano Ronaldo, er war da, aber nicht rechtzeitig fit geworden fürs Duell mit, genau, Lionel Messi, der zwar die Schuhe schnürte, allerdings nicht in der Startformation stand. Leichte Oberschenkelprobleme und so saß er erstmal draußen beim Spiel zwischen Inter Miami hier in den rosa Trikots bei Al Nassr. Den Gastgebern, die richtig gut reinkommen in diese Partie. Der frühe Ballgewinn, Minute 3, Brozovic, Otavio. Ein Blick, eine Bewegung, ein Abschluss. Und das ist das sehenswerte 1:0 für den Tabellenzweiten der saudischen Liga. Nur ein paar Minuten später, Otavio, tolle Ablage. Und dann Talisca, der das Ganze veredelt. Defensiv geht aber mal gar nichts zusammen. Bei den Gästen aus Miami, für die geht das alles viel zu fix. Und Cristiano Ronaldo auf der Tribüne gefällt es. Und gefallen tut ihm dann auch dieses Ding hier. Was für ein Tor von Aymeric Laporte. Der Freistoß in der eigenen Hälfte aus über 60 Metern. Drake Callender steht zu weit vor seinem Kasten. Aymeric Laporte sieht das. Das ist das 3:0. Und wir gehen noch mal aus dieser Perspektive mit auf die Reise. 1 Tor, das Karriere machen wird. Im Netz, keine Frage. Und das auch Cristiano Ronaldo aus den Sitzen hebt, dann gibt es mal kurz was Unsportliches. Es geht wild zur Sache, kurz vor der Pause. Unter anderem beteiligt Nawaf Al-Busal. Erstmal ist es ein Foul an Talisca, das wird nicht gepfiffen. Und dann ist es das hier, dieser Scherenschlag von Al-Busal gegen Allen. Sergio Busquets kommt, um den Kollegen zu verteidigen. Und zwar mit einem Faustschlag ins Gesicht von Al-Busal. Überraschenderweise durften beide weitermachen. Es gab Gelb für die beiden Täter. Und dann springen wir in Hälfte 2 und der sehr unglückliche Keeper von Inter Miami, Drake Callender, mit dem nächsten Ausflug, der nach hinten losgeht. Er erwischt nur den jungen Mohamed Maran und so gibt es dann vom Punkt die Möglichkeit für Talisca aufs 4:0. Und Talisca lässt sie sich nicht nehmen. Minute 51. In Abwesenheit von Cristiano Ronaldo trägt er die Kapitänsbinde. Er macht ein Riesenspiel, ähnlich wie Brozovic, wie Laporte, der hier das Kopfballduell gewinnt und damit das 5:0 ermöglicht. 68. Minute für Mohamed Maran. Ein besonderer Moment in der Liga bislang. Genau 3 Minuten für Al Nassr auf dem Platz stehen dürfen. Und hier köpft er das 5:0. Wann immer Al Nassr ernst macht, hat Inter Miami ernsthafte Schwierigkeiten. Defensiv überhaupt gar nicht auf einem Niveau, das zu den Qualitäten, den Offensiven passt. Von Al Nassr, nächstes Beispiel dafür, das 6:0. Minute 73, der herausragende Talisca mit dem 3. Tor. Kein Abseits ist es anscheinend gewesen. Das wird aufgehoben vom Deutschen, von Julian Gressel. Und dann Talisca mit all seiner Klasse zum 6:0. Leo Messi wurde noch mal eingewechselt, hinten raus. Stand ein paar Minuten zumindest mit auf der Wiese. Gab ein paar schöne Pässe, aber das war es dann auch. Am Ende setzt es für sein Inter Miami ein 0:6 bei Al Nassr.